Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Ozone von Minecraft. Ja, und ja, ich habe wieder das Reload weggelassen. Ich sag schon nichts mehr. Ich sag schon nichts mehr. Ja, freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin momentan immer noch dabei hier am Netherstone, Obsidian sammeln. Und ich bin natürlich auch da. In der letzten Folge, ach ja, mit dem Gabax. Ach, der ist manchmal so. Ach, der ist so unwichtig. Das ist Der nicht ist so halt schlimm. wichtig. Der ist ja nur am Kisten sortieren die ganze Zeit. Genau. Der macht ja eh nichts. Ja. Macht Der ist nur so Sinnloses. unproduktiv. Genau. Alter, sag Nee, mal. ich bin hier gerade am Schmelzen. Also, Also, du ich schmilzt mache was, gerade ein paar Sachen. ja, ich mache was Sinnvolles. Also, ich mache Mhm. sonst immer was Sinnvolles. Also, soll jetzt nicht Ist aber heißen, schön, dass dass du ich das jetzt. jetzt extra betonst, dass du was Sinnvolles machst. Genau. So, ist das mal fertig hier? Können die Smeltery eigentlich auch mal größer machen? Den Hochofen. Noch größer. Dann bräuchten wir aber Also erstmal höher. mehr Lehm. Ah ja, stimmt, da war ja Also ich was. habe einen tollen Tipp gekriegt, wie wir mehr Lehm kriegen. Dazu nehmen wir Sand und schauen wir, wir haben einen Mod in Niho drauf, wovon auch die Crucibles sind. Und wenn du Sand mit dem Niho-Hammer zerschlägst, kriegst du da Staub raus. Und der Staub muss in diese Holzbarrel mit Wasser zusammen und dann wird daraus Lehm. Aha. Also es ist schon mal eine ganz einfache Art, um an Lehm ranzukommen. So gesehen brauchst du einfach nur Sand und Wasser. Das kriegen wir Ich finde die Idee super und ich bin, wenn ich bedenke, wir werden wollen hier doch noch ganz viel Lehm brauchen. Kannst du eigentlich mal anfangen, unsere Kisten zu sortieren? Warum ich Blick hier eigentlich? Ich nicht denke, mehr du bist hier durch. Sortiermeister. Ja, das mag richtig sein, aber nein. Doch. Ach scheiße, da oben sind ja noch mehr Kisten. Ah, Moment, dann packen wir meine Sachen doch nochmal wieder hier in der Kiste. Außer die eine hier. Ich bin hier immer noch dabei, das Obsidian abzubauen. Moment mal, ich brauche gerade Eisen. Muss gerade erstmal meine Sense reparieren. Funktioniert das mit der Sense jetzt eigentlich? Nicht Sense, sorry. Nee, da bin ich jetzt gerade noch nicht weitergekommen. Weil ich erst noch die Sachen dafür brauche. Also Sense und das muss ich erstmal aus Eisen irgendwie schmelzen oder so. Mal gucken. Das Problem ist, das brauche ich hier gerade ganz schön lange. Ach, ja. Da kann ich auch lange warten. Da ist keine Lava mehr drin. Wollen wir den Eimerchen? In der Kiste? Toll. In welcher? Keine Ahnung, guck zu. Weiß es Hier nicht, sind sorry. keine. Hier sind keine Eimer, nirgendwo. Was hast du zu deiner Verteidigung zu Dann sagen? bau dir halt ein. So, Moment. Erstmal werde ich die Teile hier abreißen. Das sind ja eh Kisten, die gehören. Fallen hier fast rein, die ja gar nicht hier hingehören, sondern die können wir mit in unseren kleines, keine Ahnung, ob das jetzt unser kleines Lager hier wird. Momentan schon, ne? So ein bisschen. Jetzt habe ich Ja. natürlich keine Axt. Die Lava. So. Mal ein bisschen Oh hier. Mann, ey, ich. Ist die kaputt? Oh, zerbrochen. Ups. Und ich wundere So. mich, warum hier nichts funktioniert. Erstmal hier sinnlos die Kisten hinstellen. Hauptsache, wir Ah, ich können muss jetzt mal ein erstmal was bisschen reinpacken. Stein wegbringen. Mal, ich hatte doch hier irgendwo ein Cache aufgestellt. Da oben steht er. Naja, so viel hat das jetzt auch nicht gebracht. Verschwinden die Items eigentlich hier auch irgendwann? Ja, ne? Du meinst, wenn du sie irgendwo liegen lässt? Ja. Gehe ich davon aus, also ich hoffe es, Weil, weil ich meinen Müll wegwerfe. also, weil zum Beispiel Tinker-Sachen, meine ich, sind unendlich. Also die verschwinden nicht. Okay. Also wenn du eine Axt liegen lässt, die verschwindet nicht. Meine ich.
So, deswegen frage ich jetzt, wie das bei den anderen Items ist hier. So. Ach du Scheiße. Boah, ich möchte diesen Obsidianblock auf einmal abbauen, weil das mir zu lange dauert, den separat abzubauen. Wir haben hier noch einen Kupferspitzhackenkopf. Warum? Ernsthaft? Ja. Ein einzelner Kopf rum? Okay. Ja. Und hier sind Fackeln. Yay. Die behalte ich gleich. So, da oben ist noch ein Stein. Also die Cobblestones, die könnte ich ja hier in den... Alter, wie viel Lava ist denn da bitte dran? Da oben liegt noch was. Habe ich jetzt alles? Sieht gut aus. Ja, wir können generell mal die Höhle ein bisschen ausbauen wieder. Wobei ich ja eher ein Freund dafür wäre, langsam auch außerhalb der Höhle die wichtigen Sachen zu bauen. Du könntest ja sonst einfach mal einen kleinen Zaun ziehen oder so, damit wir so ein bisschen sicher sind. Zaun. Sicher. Meine Güte, dann baust du halt was anderes. Sei doch mal etwas kreativ. Ich baue eine Stadtmauer, keine Ahnung. Meinetwegen, baue Riesenfestung. Festungsanlage mit NPCs, mit Bogenschützen. Ja, ist klar. Irgendwie ist ja was buggy. Du bist buggy. Nö. Wieso habe ich denn jetzt? Ach, nur der Eimer. Ach, das ist ja auch. Zack. So, die Sachen kann ich dann erstmal. Ach, by the way, ich könnte bitte? Jetzt schon. Ich kann ab jetzt Jelorium abbauen. Okay. Also ich kann das bei uns vor der Base mal da abbauen. Ach so, das kannst du mit der, Was ist denn jetzt passiert? Ach so. Ich hatte gerade irgendwie ein Leck gerade. Ja, irgendwie stimmt hier was mit dem... Existiert der überhaupt? Was denn? Ja, er existiert, aua. Was denn? Ja, die Lava hier spinnt irgendwie. Ich versuche da Sachen reinzustecken und da passiert nichts. Passiert nichts? Das ist irgendwie ist die Lava hier übelst buggy. Ja, also ich habe gerade auch, dass die Kisten teilweise nicht mehr zugehen. Also teilweise. Aber die Lava existiert. Also, wenn ich da reinrenne, brenne ich. Vielleicht erzeugst du auch gerade einfach nur einen Bug. Das kann auch sein, weil ich kann die Lava nämlich auch nicht überbauen. Das ist voll seltsam. So, warte mal, das Schwert hier rein. Nee, weil ich wollte jetzt hier eine Kiste nehmen, nur für die Tinker-Geschichten. Nehme ich das da oben hin. So. Das ist da quasi. Und dann setze ich die lieber irgendwo in der Mitte, dass man davon überall drauf zugreifen kann. So. Ich freue mich schon später, so ein Magnet. Oh. So ein Magnet zu haben. Ein Magneten, ja. Mhm. Und die Kiste, sind ja meine Sachen hier aus der Kiste. Also du hast jetzt quasi Obsidian-Axt schon so viel benutzt, dass du jetzt das abbauen kannst. Dass ich jetzt gerade verrecke. Okay. Ja, das ist ja eine Nebensache. Ist ja nicht so schlimm. So, mal gucken, was ist denn hier im Beutel drin? Ja, nur Scheiße. Ja, doch. Funktioniert. Hui, das war knapp. Da wäre ich ja bei. Uiuiui. Ich habe nicht gedacht, dass unter mir Lava. Also, dass unter mir noch so viel Lava ist. Damit habe ich nicht gerechnet. Gib ich zu. Regel Nummer 1. Bau nie unter deinen Füßen ab. Ja, das ging nicht anders. Ja, ich weiß. Ich weiß, passiert dass mir das. Nicht, passiert mir selber auch häufiger, als ich das zugeben möchte. Ich weiß ja selber, dass das doof war. So, die Eisentruhen packe ich jetzt aber hier erstmal rein. Das Eisen auch. Und dann werde ich auch mal, warte mal, das ist jetzt Obsidian, das heißt, nee, das kann ich damit noch nicht abbauen. Ich frage mich nur, was das für eine behinderte Lavaquelle ist. Wie riesig ist die eigentlich? Sure. So. Bing, bing, bing. Und was haben wir da? Übel. Zerbrochen. Ja, ist klar. Aua. Na gut. Ich habe auf jeden Fall schon über 50 Obsidianblöcke. Ja. Die spinnt bei mir das Abbauen manchmal. Lol. Okay, das wusste ich gar nicht.
dass wenn man mit X abbaut, ne? Das verbraucht auch jedes Mal Essen, ne? Ja, weiß ich. Ja, und ich habe gerade komplett gar kein Essen mehr gehabt auf einmal. Ach so. Mit einem Schwung. So, und meine kann jetzt auch Ardit abbauen. Die ist zwar zerbrochen, aber... Ah, kannst du jetzt auch? Hm. Sehr schön. Ja, ich muss mal zurück in die Base kommen, mein Inventar ist voll. Also damit können wir dann auch Yellowreed abbauen. So, meine hat... Oh, geil. Meine hat Auto-Repair und Eile. Oh, was hat meine eigentlich gekriegt? Wo steht das überhaupt? Ach da. Verstärkt 3 Glück, Eile. Und Haltbarkeit plus 500. So. Können wir das jetzt mal abbauen? Nee, warte mal, gehen das jetzt da lang oder da lang? Ich finde meinen Weg nach Hause nicht mehr. Doch, da lang. Bing! Und wieder zerbrochen. Oh, 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 oh. Das machen wir doch mal ganz schnell zu hier. Aber das mit dem Yellowreed ist super, weil dann kann ich gleich mal danach mal was ausprobieren. Sobald wir das haben. Und zwar ist sinnlos verballern. Und zwar hatte ich, weiß gar nicht, ob ich es dir erzählt hatte, ich hatte den Tipp bekommen, unter die Crucibles einen Yellowreed-Block zu setzen. Das soll funktionieren. Ich habe es ausprobiert. Das funktioniert wirklich. Und zwar hat man dann 25% Geschwindigkeit. Das ist irgendwo echt krass. So, das Fertige hier. Das Lapis. Also den hole ich mir mal raus. So. Ich habe das mal abgebaut hier. Das packe ich dir mal hier in die Kiste. Jetzt brauche ich mal eine Mülltruhe da. Ich habe dir das Yellowreed mal reingepackt, ne? Achso, ja, das muss sowieso erstmal geschmolzen werden, ne? Der Cache ist übrigens voll mit Cobblestone, ja. Kannst du den vergrößern? Ja, aber ich glaube, die Sachen haben wir noch nicht umnäht. Wir können einfach einen zweiten bauen. Ja, oder so. Dann mach das mal bitte. Jetzt muss ich gucken, was ich dafür brauchte. So. Ein Holzblock weiß ich und Tin. Tinte. Ist dann eigentlich quasi die Obsidian-Spitzhacke die letzte, die wir jetzt brauchen? Ich weiß es nicht. Wäre natürlich krass, also wenn das jetzt alles aus Obsidian ist. Gut, klar, ist nervig, dass man die jetzt neu leveln muss, ne? Weil meine alte Bronze ist halt schon auf Großmeister und hat Verstärkung 4. Ja, gut, ist halt so. Kann man das sehen, wie die XP? Ach, da. 1900 ja. Und die ist bei... Ja, haben wir witzig. Haben wir kein Tin? Keine Ahnung. Sekunde, war Tin Zink? Ja. Ah, da haben wir doch Zink. Ich musste jetzt erst überlegen. Haben wir Holz? Ansonsten draußen vor der Tür haben wir genug Bäume. Aber ich will doch jetzt nicht hier arbeiten gehen. Hat die Schuhe zerbrochen? Mann! Machst du einmal auf X und zack ist die Axt zerbrochen. Ja, ich weiß. Hatten wir nicht irgendwo hier Workbenches? Ja, da habe ich eine. Hey, da brauchst du keine Workbench. So, das kannst du so mit Inventar machen. Ach ja. Oh. Das reparieren. Naja, ja. Denke ich immer nicht dran. Das Problem ist halt, dass wenn sie zerbrochen ist, funktioniert das Auto-Repair nicht. Ach so, ja, nee, das ist richtig. Nee, weil ich wundere mich gerade, hey, warum kann ich kein Eisen abbauen? So, tue ich da einen Tank rein, den brauche ich gerade nicht. So, genau. Hier wollte ich Kohle reintun. Okay. Lava-Generator oder Hitzegenerator mit Kohle füttern. Mega effektiv. Ja, hier brennt's. Hui. Also, mit der Obsidian-Spitzhacke bin ich ja rucki-zucki auch wieder hochgelevelt. Also momentan. Oh. Nee, weil mir nämlich auch gesagt wurde, warum wir denn immer neue Spitzhacken bauen, anstatt die alten aufzuwerten, weil dann bleibt das Level erhalten. Das geht, aber wir haben jetzt ja nicht so ganz herausgefunden, wie das geht. Ja, und zudem sehe ich gerade, es geht so schnell, auf das gleiche Level zu kommen, auf dem ich mit meiner alten schon bin. Ja, das deswegen.
Klar, so. Später ist genau. Es dann, ne? Wenn man dann irgendwie eine Axt hat, die eine Spitzhacke hat, die man schon ewig benutzt, die, keine Ahnung, Level 1000 ist, oder so, jetzt mal übertrieben, dann macht es natürlich Sinn. Ja, das ist richtig. Ja, die haben so ein Level, die haben schon Maximallevel, also. Echt? Kann das sein, dass du Bäume abgeholzt hast, aber irgendwie keine nachgesetzt, ja. Keine nachgesetzt hast? Ja. Also so sieht das hier auch deswegen aus. Deswegen musst du ein bisschen weiterlaufen, ja. Ich lauf doch nicht weiter, ey. So, dann kann die jetzt erstmal Auto-Repairen hier. Oh, die macht das sogar relativ schnell. Immer um 2 Punkte. Dann muss ich mal hier ein paar neue Pflanzen. Wolltest du nicht einen zweiten Cache bauen? Hast du schon erwähnt, dass ich dafür Holz brauche? Nee. So. Wie war das doch mit der Aufmerksamkeitsspanne? Ja, alles gut. Ich baue jetzt erstmal hier Treppen, damit wir hier nicht sterben. Home, sweet home, hallo. Well, warum hier brennt das ja schon wieder. Wollte ich gerade sagen, warum? Ich guck da gerade hin, denke mir so, warum brennt das hier? Ich glaube, das liegt an der Lava. Nee, warte mal, Zink ist kein Tin. Doch. Achso, Zinn. Nicht Zink. Ja, warte mal, man kann Zinn barren oder... Hä, Sekunde, jetzt blicke ich gerade nicht durch. Das sind Zink-Ingots? Es gibt Zinn und Zink. Zinn und Zink, aber ist das nicht das gleiche? Und Zinn, also Tin ist Zinn. Oh, ja, aber... Hä, jetzt blicke ich hier gerade nicht durch. Ich brauche, genau... Ach nee, warte mal, Zinn und Zink? Kann das sein, dass Zinn und Zink eigentlich das gleiche ist? Nee, eigentlich nicht. Bin mir da jetzt gerade nicht sicher, egal. Egal. Brennt ja schon wieder hier. Ja, dann mach da mal was, dass das nicht mehr brennt. Ja, mache ich ja gleich. Weil irgendwann steht unsere ganze Höhle unter Flammen. Immer nur am Quengeln, der Geist. Ja. Immer nur am Quengeln. So. So. Genug Kohle. Jetzt muss ich das Eisen erstmal rumschieben, um die Gussbecken wieder freizukriegen. Ja. Wer blockiert denn hier mal die Gussbecken? Das ist ja schlimm. Ich wahrscheinlich. Ja. Ja, da musste noch das Eisen geschmolzen werden, weil da noch Lava fehlte. Oh, wie viel? Hast du nachgeschüttet, ne? Ja, habe ich gerade gemacht. Ja, sehr gut. Darauf habe ich gewartet. Ja, ich weiß. Dass das jemand macht. Wir haben Fledermäuse, ne? Was? Hier sind Fledermäuse. Brauchst du welche? Guten Appetit. Was? Blei? Okay. Aluminium. So, wo ist denn der Rest? Jelorium. Hier war doch noch mehr. Achso, hast du da schon alles abgesammelt? Ja, hab ich dir gesagt. Ah, sehr schön, sehr schön. Warte mal, hab ich dir alles reingelegt. Ja, irgendwo war doch noch mehr. Warum hast du das da hingelassen? Was hab ich? Schöne Smaragde. Hallo, ich will jetzt hier nicht alles abbauen. Ich wollte jetzt hier hauptsächlich ausleuchten, dass hier nicht ständig Zombies da und ist das hier, Lorium, Mooks das rumläuft. Lorium. 16, sehr schön. Sag mal. Was denn? Ja, ich merke gerade, dass ich selber leuchte. Warum halt leuchte ich für ein Gerücht, dass du eine Leuchte bist? Nee, hier, ich leuchte tatsächlich selber. Warum? Kommt das von meinem Helm? Ja, Helm of Light. Ha. Ja, das ist ja, achso, oh, du hast ja Stufen. Oh. Ja. Das ja. Ist ja, ja. Güte, der Luxus Stufen. Ja. Jetzt bin ich ja schon ein bisschen baff, ich dachte ey. Mir so, wird ein bisschen nervig, ständig da hochzuhüpfen. Dachtest du dir mal, den Luxus gönne ich mir? Ja, den Luxus gönne ich uns. Sehr schön. So, jetzt muss ich gucken, So, das sollte erstmal reichen. Die Bronzebahn brauche ich ja gar nicht mehr. Au.
da hinten auch noch. Was ist das? Achso. Bückensetzling. Weg damit. Was soll ich damit? So. Ups, wie viel ist denn da jetzt noch drin? Alter, wie tief wir hier schon drin sind, ne? 6. Wie viele Kutsche gibt es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, ich habe 7. Egal, dann reiß ich einen ab. Ein Enderman. Warum greift er mich an? Weil er dumm kann. Was zum. Ah! Mist! Tada! Scheiße. Da kommt eine Wasserfontäne auf mich zu. Ja. Ah. Und die jetzt alle Fackeln weg. Scheiße. Alle Fackeln, die ich gerade gesetzt habe, willst du mich verarschen? Ja, will ich. Warum fragst du? Die setzt du jetzt bitte neu. Bin hier gerade rumgelaufen und hab Fackeln gesetzt. Ja, da kann ich doch nichts für. Doch, klar. Ja, wer denn sonst? Hä? Ups. Du selber. Ja, ist klar. So, zack. So, das reicht jetzt aber erstmal mit den Treppen. Oh, meine Herzen. Na gut, ich esse halt jetzt die ganze Zeit nur Gammelfleisch, deswegen hält das nicht lange. So. Erstmal die ganze. Warum isst du Gammelfleisch? Ja, damit es weg ist. Weil, was soll denn das hier rum? Warum isst du Gammelfleisch? Damit das nicht wiederholen. Tja. Warte mal, jetzt bräuchte ich. Weil wir momentan nicht so viel Essen haben, deswegen verbrauche ich das Gammelfleisch erstmal. Alter. Ich möchte Rohr. Ich habe ja Ende der letzten Folge mal wegen Rohren getestet. Oh, Obsidian haben wir. Weil ich diese Crucibles ganz gerne mit Rohren entleeren möchte. Das Problem ist, dass die Buildcraft-Rohre wollen nicht. Die Thermalpipes wollen auch nicht. Thermal Dynamics. Ich weiß aber, dass es mit den NIO geht, aber die NIO haben wir noch nicht. Hier, Enderlilien-Samen habe ich wieder gefunden. Schön, oder gekriegt. Pflanz draußen an, wenn du möchtest. Ja, wenn ich möchte. Oh, ich mag diese Klamotten, die auch plus Herzen geben. Ah, die zwar weniger Rüstung bringen, aber mehr Herzen. So. Alter. Ich kann hier gar nicht so schnell die Lava rausschöpfen, wie die gerade produziert wird. Ist doch schön. Ups. Ich möchte das automatisiert haben. Ich möchte NIO haben, scheiße. So. Ich kann sie die ganze Zeit hinstellen und Zeug rein. So, was? Da fällt mir gerade ein. Boah, Wahnsinn, wie viel. Also, das kriegen wir erstmal ordentlich Brot herstellen. Oh, geil. Ich schaufel da aktuell mehr Lava, schneller Lava rein, als ich sie gerade verbrauchen kann. Hast du das nicht eben gerade schon gesagt? Das hast du eben gerade schon gesagt. Nee, da habe ich die. Was? Ja. Nee, ich sagte eben, ich schaufel schneller Lava, als ich sie produziere. Ah, okay. Aber jetzt habe ich gerade auch im Generator mehr Lava, als ich verbrauche. Außerdem werden auch so Cobblestone ein bisschen weniger. Da hat es sich auch beschwert, dass wir zu viel Cobblestone haben. Ja. Jetzt brauchen wir im Prinzip den zweiten Cache gar nicht mehr. Und ich ernte jetzt gerade. Das, was halt geht, das geht noch nicht. Ich vergesse immer, wie man aus diesen Caches Sachen rausnimmt. Ey. Das ist immer wieder. Linksklick, ich will immer, ne? Ich will immer mit Rechtsklick rausnehmen. Dabei macht man das mit Linksklick. Oh. Echt, das weiß sogar ich. Wieso tue ich das auch? Bull. So, warte mal. Ein Lava-Tank mache ich nochmal voll. Das ist so ein Reservetank. Ach so, die muss ich noch normal abbauen. Ich weiß zwar nicht, wozu ich eine Reserve brauche, aber. Pflanze ich mal Gerste hier. Also, ich glaube, dann. Jetzt können wir aber auch alles abbauen, ne? Mit den Äxten, oder? Ich glaube ja. Also, ich weiß, dass die Draconic-Dinger noch besser sind. Aber das ist auch wieder eine ganz andere Hausnummer. Ja. Die haben ja noch irgendwelche, die haben ja noch ganz viele schöne Boni. So, jetzt baue ich erstmal hier die
Ey, ich wär nie auf die Idee gekommen, den Crucible auf den Jellorium-Block zu stellen. Auch wenn man Jellorium für. Obwohl Jellorium so eine Art Uran. Okay, dass das strahlt und Hitze verbreitet, ist schon irgendwie. Echt? Hm? Echt macht das das? Ja, also von der Logik her, weil Uran strahlt ja. Verbreitet ja. Hitze, grob übersetzt. Und Jellorium brauchst du ja auch für die Big Reactors. Das heißt, es muss ja auch irgendwo wie Uran funktionieren. Ne? Macht vielleicht Sinn? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht rede ich auch nur gerade Blödsinn. Kommt häufiger vor. Ja, aber weißt du was? Ich glaube, wir beenden mal die Folge. Okay. Und nebenbei schmelze ich noch ein bisschen Jellorium, weil ich es kann. Und würde mich freuen, wenn ihr dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Minecraft Project Ozone. Bis dann. Tschüss. Jo, ciao.